drei Dinge, die für uns heute wichtig sind, bei den Auskunftspersonen, die wir zum heutigen Tag befragen. Erstens, es geht wieder um die Klärung bei den Ungereimtheiten der Bonuszahlungen und Doppelgehälter bei der ABAG. Zweitens geht es für uns darum, wie René Benko aus Luftschlössern, auch buchhalterischen Luftschlössern, ganze Paläste gebaut hat in den letzten Jahren und wie seine Freunde auch in der Politik und der Verwaltung ihm dabei geholfen haben. Und drittens, und ich glaube, das muss im Zentrum auch von uns allen heute stehen, geht es ums Zuhören. Die Präsidentin des Rechnungshofes ist eine wirklich integre Persönlichkeit, die schon ganz oft sehr gescheite Verbesserungsvorschläge vorgebracht hat. Und das habe ich schon öfters gesagt im Untersuchungsausschuss, wir sind ja auch hier, um zu lernen und Dinge in Zukunft besser zu machen. Zu den Ungereimtheiten bei der ABAG. Sie haben gestern vielleicht des Öfteren mal bei der Befragung mitbekommen, dass wir in Frage stellen, ob Bernhard Berner und Michael Mendl die Bonuszahlungen in Millionenhöhe erhalten haben, auch die entsprechende Leistung dafür gebracht haben. Die Frage ist also, inwiefern oder was war Ihr Beitrag dazu, dass die Republik quasi von all den Anteilen, die in der Bad Bank gelegen sind, 85% verwerten konnte und 85% der Schulden decken konnte. Das ist die sogenannte Recovery Quote. Insbesondere Bernhard Berner ist ja gestern da sehr ausführlich bei diesem Thema gewesen und tatsächlicherweise gesetzlich vorgeschrieben und die Arbeit geleistet hat die HETA. Die HETA hat konkret die Yachten beispielsweise wieder aufgemöbelt, verkauft, sie haben die Immobilien verwertet und die Eigentümerinteressen dort wahrgenommen hat die FMA. Jetzt hat Bernhard Berner gesagt, na, ihr Beitrag seine und vor allem dem von Michael Mendl sei so exorbitant gewesen, sie hätten die Grundlagen geschaffen. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie könnte man das am besten Fall auch vergleichen, also mit einem Beispiel aus der Praxis. Und dann bin ich drauf gekommen, im Grunde genommen ist die ABAG wie ein Einkaufszentrum. Das Einkaufszentrum legt die Öffnungszeiten grundsätzlich mal fest, legt eben die Struktur fest. Und in diesem Einkaufszentrum sind verschiedene Shops eingemietet. Jetzt sagen wir, Sie wissen, es gibt drei Bad Banks, jetzt sagen wir, die HETA ist im ersten Stock das Schuhgeschäft. Und diese Bonuszahlungen, von denen wir gestern gehört haben, 1,5 Millionen für Michael Mendl, 280.000 für Bernhard Berner, zusätzlich zu einem 280.000 jährlichen Salär, die haben Sie quasi erhalten, als Einkaufszentrumsmanager, weil das Schuhgeschäft im ersten Stock so fleißig gearbeitet. Die haben die tollen Aktionen gemacht, die haben eine tolle Kundenakquise gemacht, die haben Preise festgelegt, die einen guten Gewinn erzielt haben. Darum geht es im Kern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und zusätzlich liegt der Verdacht im Übrigen auch nahe, dass man ein Erfolgsbonusmodell zu einem Zeitpunkt festgelegt hat, als das Ergebnis dieses Bonus schon klar war. Und ich denke, auch Frau Kraker wird zu diesem Thema auch Wahrnehmungen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, soweit haben wir das nämlich schon in einem nicht öffentlichen Ausschuss im Parlament schon gehört, diese Einschätzung auch teilen wird. Und ein paar Worte noch zu Causa Benko. Die Spezialbehandlung für Superreiche, die interessiert uns ja schon seit Anfang dieses Untersuchungsausschusses, schon seit dem Ibiza-Untersuchungsausschuss. Und heute wird ein Finanzbeamter kommen, der in die Prüfung der Signa involviert war. Es geht konkret um den Tuchlaubenkomplex. Und hier tun sich natürlich wahnsinnig viele Fragen auf, spätestens seit der Aussage von Thomas Schmid. Warum ist die Finanz René Benko wiederum dermaßen entgegengekommen, dass er statt 50 Millionen
nur 36 Millionen Steuerbemessungsgrundlage ansetzen mussten. So, das sind die groben Schwerpunkte für den heutigen Tag. Zum heutigen Befragungstag einmal mehr KOFAG. Die Präsidentin des Rechnungshofs ist geladen. Da ist meine Position, unsere Position unverändert. Die KOFAG hat in einer unglaublich schwierigen Situation, und das hat auch der Herr Berner gestern bestätigt, sehr gute Arbeit geleistet. 1,3 Millionen Förderfälle wurden abgewickelt. Innerhalb kürzester Zeit, in einer Situation, die für die Republik eine sehr, sehr schwierige war, eine außergewöhnliche war. Und das hat man auch zu attestieren. Wir nehmen, und das möchte ich noch einmal betonen, und das wird heute auch ja wesentlicher Punkt der Befragung sein von der Verrechnungshofpräsidentin, die Kritik, die Empfehlungen des Rechnungshofs sehr ernst. Und natürlich kann man auch in der Nachbetrachtung Dinge immer besser machen. Für uns sehr interessant wird heute sein, wie sich hier unser Koalitionspartner verhält, der ja sonst ausgewiesen kritisch agiert im Untersuchungsausschuss. Aber genau bei der KOFAG-Entstehung war natürlich jeder einzelne Schritt von der Gesetzwerdung bis zu den Richtlinien, bis zur Geschäftsführerbestellung, alles eng koordiniert mit unserem Koalitionspartner. Da bin ich sehr gespannt, wie heute die Frau Kollegin Thomasell agieren wird. Vielleicht kann sie sich ein bisschen aus den Fängen vom Herrn Abgeordneten Greiner befreien, weil manchmal habe ich den Eindruck, sie tut immer genau das, was hier der Herr Abgeordnete Greiner vorher aufschreibt. Und ja, das werden wir heute mal aufmerksam beobachten, wie das denn passieren wird. Wir haben dann zum Mittag geladen den Herrn Abgeordneten Kollegen Hörl. Und da darf ich schon ein bisschen direktere Worte finden, insbesondere zur SPÖ. Ich finde, die Politik, die hier die SPÖ macht, insbesondere der Herr Abgeordnete Greiner, ist letztklassig, ist schäbige Politik, definitiv. Und ich halte auch wirklich fest, dass hier von der SPÖ, vom Herrn Abgeordneten Greiner indirekt, Fake News verbreitet werden. Fake News. Weil wenn in einem Parteimedium der SPÖ behauptet wird, die Hörl, sein touristisches Unternehmen hätte 1,7 Millionen Gewinn gemacht, dann, und das kann ich Ihnen vorlegen, das ist verschriftlicht, dann sind das Fake News. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die SPÖ macht das absichtlich, dann ist das tatsächlich schäbig, oder es ist ganz einfach Unvermögen, das könnte auch sein. Weil gerade gestern haben wir wieder gelernt, dass die SPÖ nicht unterscheiden kann bei Bonuszahlungen zwischen Brutto und Netto. Das sind Grundlagen einer Personalverrechnung, das sind Grundlagen einer Betriebswirtschaft und offensichtlich kann man auch nicht unterscheiden zwischen konsolidierten Gewinnen, sprich Gewinnen, die sich aufaddieren 2009 bis 2020 oder einen einzelnen Gewinn 2020. Weil natürlich war das der konsolidierte Gewinn und da darf man übrigens auch festhalten, dass hier keine Gewinnausschüttungen gemacht worden sind. Aber vielleicht ist das auch ein Begriff, mit dem man nicht so gut umgehen kann. Die Gewinne wurden alle in der GmbH belassen, um auch entsprechend reinvestieren zu können. Und schriftlich zu schreiben, diese GmbH hat 1,7 Millionen Gewinn gemacht im Jahr 2020 und dann noch Corona-Hilfen bekommen, das sind Fake News, definitiv. Und zu dem Thema möchte ich noch festhalten, dass natürlich auch der Abgeordnete Hörl, wie zum Beispiel der Herr Leicher von Leitkam oder wie der Herr Schellhorn von den NEOS, der zum Beispiel auch einen großen touristischen Betrieb führt, natürlich das Recht haben, gemäß den Richtlinien hier Förderungen über die KOFAG in Anspruch zu nehmen. Hier irgendwie von Freundwirtschaft zu sprechen, von Selbstbedienung Laden, ist Fake News und das lehne ich wirklich auch zutiefst ab. Jetzt im Nachhinein zu kritisieren, naja, die Richtlinien hätte man so oder so machen können, die SPÖ wäre eingeladen gewesen, zum Zeitpunkt, als die Richtlinien erlassen worden sind, diese Kritik zu üben. Da hat man sich auf eine Pauschalkritik beschränkt. Jetzt im Nachhinein mit gescheiten Ratschlägen daherkommen, ist auch eine Form der Politik, die wir insgesamt ablegen. Insgesamt sehen wir dem heutigen Befragungstag wiederum einmal sehr entspannt entgegen. KOFAG zu Beginn, Rechnungshofbericht als Grundlage und am Nachmittag den Herrn Abgeordneten Hörl, das ich schon kurz skizziert habe, welche Inhalte diese Befragung aus unserer Sicht haben wird. Herr Fleischmann, Ex-Pressesprecher von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, wird uns wieder beehren und die Kommunikation in der Regierungspartei ÖVP wieder übernehmen, wahrscheinlich um hier auch die etwas zerfletterte Kommunikation in den letzten Monaten hier wieder auf Vordermann zu bringen, damit hier dann die Message wieder an der Kontrolle ist. Ich denke, es ist auch vielleicht ganz gut, wenn man sich auch die Wortmeldung jetzt von meinem Vorgänger angehört hat. Ja, gegen ihn wird ermittelt, es gilt die Unschuldsvermutung, aber trotzdem, es besteht ja doch der Verdacht, dass er im Beinschabtool ja eine Rolle gespielt hat. Aber man hat ja offensichtlich keine Leute mehr, gegen die nicht ermittelt wird.
Ich darf zu den Auskunftspersonen heute noch kurz erwähnen. Als erste Auskunftsperson kommt Rechnungshofpräsidentin Kraka. Wir werden Sie befragen nach Ihren Einschätzungen zu den diversen Prüfungen, die sie vorgenommen hat, betreffend die ÖVP, beziehungsweise vor allen Dingen natürlich die Einrichtung der KOFAG. Zum einen ist es interessant, wie sie wahrgenommen hat, die Prüfung, wurde sie beeinflusst, gab es irgendwelche Verhinderungsversuche, Interventionsversuche oder konnte sie hier völlig ungehindert prüfen und ihren Bericht erstellen. Zur KOFAG selbst natürlich, es gibt den Bericht, wir wissen vieles an Kritik, was die Rechnungshofpräsidentin ja auch schon öffentlich geäußert hat, aber hier können wir vielleicht noch etwas in die Tiefe gehen, wie notwendig es, also beziehungsweise eben nicht notwendig es gewesen war, die KOFAG zu gründen, weil man hier ja auch das Know-how des Finanzministeriums verwenden hätte können, warum es zu so hohen Beraterkosten kam, Aufsichtsratvergütungen und solche Dinge. Frau Kraka hat sich ja auch ausgesprochen für härtere Korruptionsgesetze. Vielleicht kann sie uns dazu auch etwas erklären über ihre Wahrnehmungen, warum sie dies für erforderlich hält. Die zweite Auskunftsperson wird vielleicht für etwas Unterhaltung sorgen. Jedenfalls macht er das immer im Plenum. Einer der Tiroler Adler sozusagen landet heute in Wien. Kollege Abgeordneter Hörl beehrt uns. Er wird uns, schätze ich mal, wortgewaltig wie immer erklären, beziehungsweise werden wir ihn danach fragen, wie er im Projekt Ballhausplatz beim Aufstieg von Sebastian Kurz beteiligt war. Das war ja schon oftmals Gegenstand hier im U-Ausschuss, ob es hier für Spenden aus der Tiroler Adlerrunde, wo ja schon mehrmals Vertreter auch hier zu Besuch waren, ob es dann hier Gegengeschäfte gab, ob er etwas darüber weiß, dass es für Spenden Gesetzeswünsche erfüllt wurden, Aufsichtsratposten erteilt wurden oder ob er vielleicht etwas an Vorteilen bekam. Natürlich wird es auch ein Thema sein, diese jetzt notwendig gewordenen Zurückzahlungen aus dem NPO-Fonds, zum Beispiel an die Tiroler Jungbauernschaft, ob er in irgendeiner Weise dazu Wahrnehmungen hat oder involviert war oder sonstige Lobbying-Tätigkeiten. Wir sehen somit der heutigen Ausschusstag mit Spannung entgegen. Vielen Dank. Also noch einmal, das ist ja gestern auch klar hervorgekommen, dass beide Auskunftspersonen mehr oder weniger zugeben mussten, ja, die Geschäftsführer der ABAG hatten keinen Einfluss darauf, wie viel Geld noch die HETA quasi an die Gläubiger zahlen kann. Aber das war die Messgröße für ihren Bonus. Und das Zweite noch einmal, dass diese Boni-Verträge abgeschlossen wurden zu einem Zeitpunkt, wo man wusste, dass das Geld, das durch die Verwertung herauskommt, so hoch sein wird, dass da 100% der Boni fällig wären. Also dass das alles nur ein Schein war. Wie vieles, wo die ÖVP im Finger hat, einen Schein hat, objektive Ausschreibungskriterien gibt es nicht. Und das, was wir heute Schwerpunkt haben werden, ist die KOFAG. Da wird man auch wieder Perner treffen und auch wieder Mendel treffen. Der eine hier ist Aufsichtsratsvorsitzender, der andere ist Geschäftsführer. Also man sieht, es ist hier diese ÖVP-Klick, die hier die Fäden zieht und auch wieder fleißig mitmischt. Und wir haben hier, wie gesagt, auf der einen Seite die Präsidentin des Rechnungshofes, die sowohl zur ABAG als auch zur KOFAG Prüfberichte dem Parlament vorgelegt hat, beide heuer. Und hier einfach sehr nüchtern erzählen kann, was die nüchternen Prüfer des Rechnungshofs gesehen haben. Und dann haben wir den Abgeordneten Kollegen Hörl, wo ich, glaube ich, gestern schon recht klar gesagt habe, wir glauben nicht, dass er besser behandelt wurde. Wir sind auch nicht der Meinung, dass er schlechter behandelt werden sollte, nur weil er Abgeordneter ist. Aber er ist ein Symbol dafür, was falsch gelaufen ist in der KOFAG und in der Covid-Politik, nämlich das, was man an und für sich gedacht hat, nämlich, dass wir Hilfen geben, um Verluste zu minimieren, dass durch die Politik, vor allem der ÖVP hier, es dazu gekommen ist, dass wir Gewinne, teilweise sogar Rekordgewinne, finanziert haben. Und der Herr Hörl hat alleine im Jahr 2020, glaube ich, 400.000 Euro Gewinn gemacht und davon waren 150.000 Euro Geld, das wir alle gemeinsam beigetragen haben zu seinem Gewinn. Ich glaube, das war nie intendiert, das war nie gedacht, aber das ist das, was passiert ist.
Und das ist insofern ein Symbol für dafür, wie die Politik der ÖVP bei den Covid-Hilfen dazu geführt hat, dass wir wahnsinnig viel Geld ausgegeben haben, aber viel Geld auch dorthin gekommen ist, wo man es nicht gebraucht hat, nämlich zur Finanzierung von Gewinnern.